Nee, waren nur die Nachbarn, die machen hier einen Krach. Oder ich weiß nicht, ob sie Nachbarn sind. Es kann nur sein, dass es die, die. Na, Hausverwaltung heißt es nicht. Der Hauswart ist, also die Hausreinigung. Ich weiß es nicht. Machen hier auf jeden Fall Krach. Aber meine Nachbarn, die über mir, da, die sind schwerhörig. Also wenn sie Krach machen, dann auch richtig, weil die merken ja gar nicht, dass sie Krach machen. Ist jetzt kein Witz oder so, ist es halt Tatsache. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Also dafür kann ich auch umso mehr Krach machen, weil die kriegen das nicht mit. Also wenn ich jetzt mal meine Musik aufdrehen würde, das interessiert die halt herzlich wenig. Und die haben richtig lauten, richtig edlen Fernseher. Also der Mann, der ist so ein Fernsehfreak, also was so Satellitenfernsehtechnologie und was nicht alles angeht. Und der dreht dann auch mal auf, der hat auch eine richtig fette 3000 Euro Teufelanlage oder so, wo das alles drüber läuft. Und wenn der mal auftritt, dann vibrieren ja auch die Wände, aber es stört mich nicht. Meine Mom stört's. Und ich kann dafür auch mal meine Musik aufdrehen, also es ist Win-Win. Die Nachbarn unter mir sind nur halbjährlich da. Ist auch vorteilhaft. Ich fahre jetzt direkt mit dem Boot ein. So, die halbe Stunde hatte ich sogar mehr oder weniger recht mit. Natürlich muss ich jetzt noch hinfahren. Wir sind ja einmal rum gewesen jetzt, ne? Ja. Wie viel Freizeit haben wir noch? 30 auf dem Festland. Hier oben ist nichts mehr. Muss ich nur gucken, wo ich anfange und wie ich die Wege ablaufe. Hier ist es ja relativ easy. Dann muss ich halt so. Sind halt viele Hin- und Her-Wege, wa? Kriegen wir schon hin. So, ich habe jetzt komplett vergessen, wo ich gerade war. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, da kam gerade also der Brief, der vorhin kam, den habe ich ja jetzt auch noch schnell aufgesammelt, weil ich ja dachte, das hat geklopft. Wir haben einen Briefschlitz in der Tür, falls ihr euch wundert. Ich war jetzt nicht am Briefkasten. Die GZ, ja, GZ, ich wollte gerade GEMA sagen. Habe ich das vorhin schon mal? Ich weiß nicht, ich bin vergesslich. Ist die GZ, die Schweine. So ein Sender, ich gucke nicht mal die anderen Spartensender, die öffentlich-rechtlichen. Ich höre auch deren Radios nicht. Ich würde gern beim RBB arbeiten. Ich würde auch RBB gucken, aber ich gucke allgemein gar kein Fernsehen. Wenn dann. Oh, jetzt reden sie da auf im Treppenhaus. Moment mal kurz. Gott sei Dank. Da wurde gerade so langsam, das sah wieder gefährlich aus. Ich kann den nicht. Halt. Er schießt nicht. So, ich bin ja erschrocken. Das ist eine Tür. Tatsächlich, ist kein Witz. Okay, ist auch leid, weil hier im Haus gibt es einen mit einer sehr lauten Tür. Ah, eine habe ich jetzt mal. Warum Gerald gerade nicht schießt, wundert mich. Geht gar nicht. Also, ne? Komm ran. Geht nicht mehr.
bisschen merkwürdig. Wird schon der Verbindung nicht sein, wird alles abgewöhnt. Okay, das geht wenigstens. Oh, jetzt sind die Schuhe langsam auch kaputt. Boah, machen die einen Krach da rum, ey, ist das ein schrecklicher Kram. Aber jetzt bin ich mir noch ziemlich sicher, dass es... Die sind nicht die mit der lauten Tür, also es ist über mir das Gepolter, was ihr die ganze Zeit hört. Und neben mir, das ist der mit der lauten Tür. Oh, hier ist... oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, hier ist so ein Aquädukt quasi, aber nee, das macht keinen Sinn. Was soll denn das hier darstellen? Los, los! Gehen wir einfach mal lang. Ist einfach nur eine Mauer? Ein Staudamm? Ach, hier wollte er sein Schiff bauen. Ja, ich verstehe. Ich hab's verstanden. Ach, der wollte. Das ist quasi die. Ich weiß nicht, wie das heißt beim Schiffbau, aber quasi diese Planke, wo das Schiff dann zu Wasser gelassen werden kann. Das wird ja dann erstmal über so Holz runtergelassen. Hätte auch einfach das Schiff hier nehmen können. Ist doch fast noch gut. Lebt der Riesen noch? Ich habe den ja nicht umgebracht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Nach rechts. Komm schon! Dann kommen wir ja wieder beim Schiff lang, oder? Ist ganz vorsichtig, Plätze. Ah, immer. Du Scheißvieh. Das war jetzt ungünstig, dass er links ab. Steigt der immer links ab? Hm. Ach Gott. Ah, Gott sei Dank. Hey! Das krieg ich wohl hin. Und scheiße. Ja, cool. Ey. Ah, okay, da ist anscheinend nur nichts drin. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich muss mich ein bisschen auf mein Navi konzentrieren. Dass er sich da auch extra so eine Wand gebaut hat, wie in so einer Werft. Geht die Tür auf und dann kommt das Schiff so rausgeschossen. Nope. Ist ganz schön tief hier. Ich glaube, wenn man da reinfällt, muss man ganz schön viel so klettern. Also, wenn man an so eine Klippe geht, kann ja Geralt sich daran so hochziehen. Das muss er ganz schön oft machen. Jetzt schneller. Nochmal langsam. Komm schon, Plätze. Geht doch. War doch gar nicht so schwer. Ach, Serpentinen sind das hier. So. Mhm. Hier war das Boot. Dann muss der ja da vorne sein, denn das ist ja die Riesenhöhle. Komm da mal jetzt hoch. Ne, da komme ich nie hoch. Das ist am See. Hier wollte ich gar nicht mehr hin, weil hier war ich ja schon, das war alles, ja. Ach ne, den Riesen haben wir doch umgebracht. Ah, das war doch die Quest. Ich erinnere mich gerade. Ich werde da nirgendwo hochkommen. Komme ich vielleicht hier außen rum?
Ja, das sieht besser aus. Mecker. Das war ein fieses Geräusch. Das wird uncool, da hochzukommen. Aber vielleicht. Nur vielleicht. Plötzlich hat einen viel zu hohen viel zu großen Wendekreis. Auch Plötze. Auf die Plötze fertig los. Jetzt bin ich ja doch bis hier gelaufen, ne? So viel dazu. Sag mal, dieses scheiß Pferd. So. Was ist hier? Fischerhütchen. Oha, war ich hier schon mal? Da ist das Ding wahrscheinlich auch da unten drin. Boah. Im Weg stehen kannst du. Sind hier vielleicht die stinkenden Trolle? Wow. Bin überwältigt. Die krieg ich auch so tot. Meistersattel. Ja, nein. Ey, wie wenig das regeneriert war. Ha. Lass mich tragen, ich bin zehnfach überlastet. Aua. Ach, zerrissenes Stück Papier. Alter, wie lange der lädt. Und dann sagte der alte Druide, wenn du wirklich auf der Suche nach Weisheit und Wissen bist, dann nimm dein wertvollstes Eigentum und leg es in eine Truhe. Segle nach Unweg, steig auf den Berg dort und geh auf den Bergrücken entlang. Verbeuge dich vor jedem der vier Winde, empfehle dich den Göttern und wirf die Truhe ins Meer. Holwag tat, wie der Druide ihm geheißen hatte, und kehrte danach zum Heiligen Hain zurück. Ich habe Truhe ins Meer geworfen, sagte er, aber ich fühle mich kein bisschen, weil der Druide erwiderte, weil es auf dem Weg zur Weisheit keine Abkürzung gibt. Weder Gebete noch Opfer, noch die Worte weiser Männer vermögen dir die Weisheit zu geben. Das ist deine Lektion. Als er das hörte, überkam Holwag ein solcher Zorn, dass er den Druiden auf der Stelle mit bloßen Händen erwürgte und seinen Kopf vor seinem Haus auf den Spieß steckte. Damit ein jeder wusste, dass er vielleicht nicht weise war, aber ihn auch niemand zum Narren halten ließ. Ja, er war nicht weise. Muss er hier dann logischerweise Wasser sein. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, ich habe der Quest direkt widersprochen, indem ich mir auch keine Abkürzung geben lassen habe. Aber das wäre vielleicht schlauer gewesen. Ja, genau, wenn ich nämlich da lang muss. Ah, gut. Wäre ich 2 Meter weiter nach rechts geschwommen, hätte ich dieses Wrack gesehen und wäre dahin geschwommen. Kann man aber nicht vorher wissen.